Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zum nächsten und vorletzten Part Let's Play Super Smash Bros. U. Und heute hatte ich mir eigentlich gedacht, gucken wir uns mal erstmal die Truhe an, was da so Schönes gibt. Und dann schauen wir uns nochmal die Smash-Tour an. Und nee, ja, wir schauen uns die Smash-Tour an. Ich glaub, das ist ganz gut, oder? Wir gucken einfach mal Trophäen, was gibt's da so? Übersicht, Schauplätze, aha, okay, gut. Schauplätze ist so ein Ding, ja, wie so ein Pausenhof, nur halt, Star Amiibos, Trophäen drauf sind. Ist ganz schick. Oh, Pyroleo, ich liebe dieses Pokémon. Eine Zitrone, okay. Jetzt nichts Spektakuläres, weil ich halt wenig Trophäen habe, ne? Okay, Übersicht, da sieht man ziemlich viele geile Informationen. Das ist ziemlich cool gemacht. Ja, es ist echt geil, weil man halt hier sieht, wo das vorkommt und so. Hier, 10, 13, 11. Es ist echt gut gemacht, also so ist es nicht. Es ist so ein bisschen, jo. Ja, genau, der ständig für Dinge sammelt. Es ist halt echt gut gemacht, mehr aber auch nicht. Gibt es auf dem 3DS auch, aber da finde ich sogar noch einen Tick einfacher. Jo, der Laden, ja, das weiß ich. Da kann man halt Sachen kaufen und das mache ich auch mal, weil ich habe hier genug Geld. Oh, wie süß, Igluk. Oh, wie süß, du bist so süß. Meister Otus, muss der mir jetzt was sagen? Nee, ne? Grazia, das ist so eine aus Animal Crossing, die sammelt halt, die ist so eine Mode, so Grazia halt. Und ja, ziemlich unnötig eigentlich, aber schon ein bisschen cool. Peach im Baseball Outfit, Alter, Leute, schaut, seht ihr das bei Peach? Die hat, das muss ich mir gleich anschauen. Chris, ja, das ist der Weihnachtsmann von Animal Crossing, ich kenne mich da gut aus. Jo, und lila Pikmin. Das war's dann. Ja, nichts vorrätig. Wissen wir doch. Aber das muss ich mir gerade nochmal anschauen. Übersicht, wir haben nämlich gerade ja Peach bekommen. Hier. Alter, seht ihr das? Kann ich das? Präsentation. Ah, okay. Aufhören. Kann ich da nicht irgendwie ranzoomen? Hier Zoom. Ja, genau. Zoomen wir da? Nee. Alter. Boah, Junge. So, jetzt drehen. Wir drehen die so. Und jetzt zoomen wir weiter ran. Hey, die ist doch richtig fett. Seht ihr das? Die hat so einen Fettschwabbel. Okay. Lol, trollolol. Okay. Ja, dann haben wir das also auch. Peach mit Fettschwabbel. Das ist auch lustig. Und dann geht's in den Trophäenrausch. Das mache ich immer sehr gerne mit Pikachu. Da kann man halt so ein paar geile Sachen gewinnen. Ist ganz nice. Ist nichts für mich, weil ich halt relativ schlecht da drin bin. Mama. Minute, fertig, passt. Da kann man halt Geld einsetzen und dann immer mehr Zeit bekommen. Hier seht ihr das, also man muss halt diese Sachen kaputt machen. Das geht, indem man halt... Ich spamme gerne dieses hier, also gerne diesen Donnerblitz. Das ist ziemlich nice, denn da kann man halt ziemlich geile Kombos machen. Ja, aber mehr kann ich dann halt auch nicht da drin, ne? Das ist eigentlich schon meine einzige Fähigkeit da drin. Mehr kann ich nicht. Alter, wie mich das Scheißding... Ja, wenn nicht, weil, ja, das ist so dumm. Man verliert die Zeit, obwohl man eigentlich gar nur sterben kann. Finde ich irgendwie ein bisschen scheiße gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, aber okay. Wenn die Entwickler es so wollen, dann machen wir das halt so extrem. Jetzt muss ich Trophäen sammeln. Nein, scheiße, Alter. Oh, war das schlecht. Eine einzige Scheiß-Trophäe, Alter. Obst,
Geil, Obst. Richtig lol. Ja, das war richtig scheiße. Das war richtig scheiße. Also das war so richtig scheiße. Aber gut, da habt ihr das aus den Trophäen gesehen. Album, Filme. Ich glaube, da brauche ich nichts zu sagen. Videos sind halt... ne? Videos vom Kampfbildschirm. Also wenn ihr da auf, ich glaube, Y drückt, speichert ihr das Video vom Kampf. Wenn der Kampf besonders geil war. Ja, Album, bla bla bla. Hab keine Sticker drin, juckt mich nicht. Filme. Okay. Was gibt's denn da? Eröffnung, so wird gespielt. Okay. Ja, das ist ziemlich cool für so Leute, die diese Intros und Opener lieben. Bin ich jetzt nicht so der Freund von, wer es mag. Audiothek, also da gibt es, glaube ich, über 1000 oder wie viele Songs hier. Okay, ihr seht, es ist ziemlich viel, was es da gibt. Also, wer da einen Lieblingstrack hat, kann ihn auch relativ leicht rausfiltern. Statistiken, die sind bei mir, wie soll ich sagen, nicht so richtig gut. Hier, Chaos mit Bowser, Kirby, sieht man auch, wie gut ich mit welchem Kämpfer bin, offline gesamt. Ja, sieht man es auch nochmal. Ike hat gar keinen, okay. Auf Charakter fokussieren, was ist das? Ah, das ist ja, also hier könnt ihr dann zum Beispiel sehen, wie viel ihr mit ihm gespielt habt. Zum Beispiel Bowser, 3 Stunden, 1 Minute, 45 Sekunden, 31% Spielzeit, 46 Siege, 187 K.O.s. Das ist ziemlich cool, wenn ihr sehen wollt, mit welchem Charakter bin ich da eigentlich echt am besten, wenn ihr ausgeglichen gespielt habt. Und ja, das ist hier das, was ihr so sehen könnt. Das übrigens, was ihr ganz oben gesehen habt, es ist sehr wichtig. Betriebszeit, Spielzeit. Das ist nämlich etwas anderes. In Mario Kart wird die Spielzeit zu Betriebszeit gerechnet. Heißt, ihr habt Spielzeit, zum Beispiel hatte ich eine Spielzeit von 100 Stunden, obwohl ich nur 20 Stunden gespielt hatte. Nur war mein Wii U halt immer online, also immer an. Und deshalb, ja, Chronologie, ne, ja, wisst ihr halt, freigeschaltet, ne. Läuft. Mehr ist es da noch nicht. Und Tipps, ja, das ist, finde ich, ziemlich unnötig. Meisterstücke, wie ist das, wie gesagt, ganz cool gemacht. Gibt es da eigentlich schon dieses mit den Demos, was man da gemacht hat? Naja. Ne, gibt es, glaube ich, Captain Fuck? Ne. Ja, Super Mario Kart. Ja, davon kommt übrigens bald ein Let's Play. Wer das erwartet, da kommt übrigens bald ein Let's Play von. So, das war's von der Truhe und wir machen jetzt noch ein paar was machen wir denn? Ich wollte eigentlich dieses, wo ist das denn, dieses, hä, gibt's das, nee, ernsthaft, das gibt's jetzt im, okay. Das ist ja krass. Das gibt es im Smash U gar nicht. Okay. Das, was ich eigentlich immer am coolsten fand, dieses, ja, ihr kennt sicherlich dieses Brutalo Smash zum Beispiel. Das finde ich echt ziemlich immer ganz geil. Bäm, freihauen. Ja, freiklopfen. An der eine Grube greift. Ja, gut. Ja, Smash hat freigeschaltet, okay, gut. Jo, und dann glaube ich, ist es schon fast an der Zeit, hier zu beenden. Also ich weiß, das Video ist jetzt ziemlich kurz, aber ich wollte jetzt nicht so mega viel machen. Einfach weil es so ein bisschen. Wir machen dann im letzten Part nochmal eine Bewertung und den All-Star-Modus, aber auf leicht, weil ich halt so schlecht bin. Naja, den All-Star-Modus. Und dann war es das auch mit diesem Let's Play. Aber erstmal machen wir jetzt hier so, wie wir begonnen haben. Ausdauer. Nee, aus. Nee, aus. Größe. Mega. Blume, Hase. Kann man da eigentlich auswählen, was man... Nee, kann man nicht. Metall. Ja, ich will hier gerne...
Ah, okay, so geht das. Schweif, Screwtag, Rückenschild, Metall, unsichtbar. Rückenschild ist ganz cool. Flexion ist nice. Rotation, Tempo schnell. Tempo langsam und Kamera ist aus. Okay, gut, dann starten wir also unseren, wie heißt es nochmal? Mega Hasen Rückenschild Reflexion schwer langsam Smash. Okay, no problem. Und den machen wir noch, wir haben 10 Minuten. Okay, dann machen wir das jetzt also noch 3 Minuten lang. Ich kämpfe mit Bowser Jr. und zwar mit Roy. Und ich kämpfe gegen gegen Donkey Kong und noch einem random CPU 7 und dann geht's los. Hey, jetzt geht's wieder, lol. Im letzten Part ging das gar nicht, dass ich mit X Omega umstellen kann. Das ist ganz komisch. Oh, jetzt vibriert's. Gut, auf geht's. Das sieht ziemlich krass aus und zwar so richtig krass, lol. Die Kamera ist voll komisch. Ach so, es ist jetzt alles langsam. Oh, wie lang. Das ist alles so mega langsam und es macht ehrlich gesagt keinen Spaß. Nee, es macht ehrlich gesagt überhaupt keinen Spaß, weil es irgendwie total dummer Modus ist. Also wer sich das mit dem langsam ausgedacht hat, das den will ich mal hier vor Gericht sprechen. Das ist ja eine mega scheiß Idee. Das macht dann gar keinen, weil du kannst halt die ganzen Angriffe von den Gegnern absehen. Okay, gut. Robo Cooper schicken wir. Und das dann hoch, bam, werden wir zerstört von uns selber. Lol, wie schlecht DK ist. DK kommt damit gar nicht klar. Boom, Katschapum, Katschapum. Diese Reflexion ist lustig. Ja, ach so, DK hat sich schon wieder umgebracht, lol, ist es trollig. Alter, la 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 la. Jetzt sieht man auch mal wieder, wie bewegungsunfähig man ist, wenn eine harte Attacke kommt. Oh, die Wifi-Trainerin hat aber einen richtig geilen Sonnengruß gemacht hier. Richtig geiler Kuna Matata hier, boah. Oh, nice. Komm. Yes. Bum. Lol. Ich hab den... lol. Okay. Ich hab den doch eigentlich... Bam. Abspringen. Festhalten. Abgestürzt. Ja. Okay. Für eine Scheiße, Alter. Also das ist ja mal richtig lame. Richtig lame. Komm, Alter. Ja, also ich würde euch nicht empfehlen, auf langsam zu spielen, denn das ist einfach... Das ist einfach richtig unnötig. Also, okay, jetzt weiß ich, dass der, ja, es geht beides, dass der das Rückenschild richtig scheiße ist, weil mein Wagen immer dagegen prallt. Deshalb, ja, ich habe verloren. Also ganz eindeutig, wie viel Trainer hat richtig gut gespielt. Ja, muss man schon sagen. Ich bin Dritter, nur weil ich so am Ende so unnötig dreimal gestorben bin. Ja, egal. Okay, gut, Leute. Dann hoffe ich, dieser Part hat euch gefallen. Wenn ja, dann mich nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und beim letzten Smash Bros. Part wieder. Tschüss, Leute. Immer schön. Pi bleiben.